Kameras und andere Geschichten. Ich hoffe, dass alles da ist. Also, wir packen jetzt das Geschenk vom HAL 9000 aus. Im schlimmsten aller Fälle fahren sich vier verschiedene. Welches Klatschen? Also, ein Entwicklungssystem. Erstens ausprobieren. Ein Entwicklungssystem. Und mehrere Entwicklungssysteme. Um Sachen zusammenzubringen. Hey. Merry Christmas! Hackmas! Ha! Zeig dir. Ist das so? Alleine hier, hier fängt es schon an, wenn ich Erinnerungen habe. Gelese? Würde ich sagen. Die Erinnerungen sind in den schick, schick. Geh mal um. Von Simulierung gar nicht zulässig. Okay. Okay. Das ist eine Änderung, die möglich ist. So, dann haben wir hier. Da ist ein Schalter dabei. Ein ESP. Dann möchte das Ganze zum Beispiel ein Ticket machen. Und sagen, okay, ich habe eine Änderung im System. Dann haben wir hier, ich weiß es nicht, einen ESP-Adapter haben wir hier. Unternehmen merke ich mir jetzt mal alle die Einstellungen, die du ändern lassen. Diesen Änderungsauftrag, den kannst du dann kontrollieren auf das nächste System. Und zwar transportieren in Form von. Dann haben wir hier. Nicht-Programmierer und Projektmanager bedienen. Ground Zero. Das sind Widerstände, glaube ich. Steht auf der Widerstände. SMD-Widerstände. Nee, doch nicht. Nee, ich habe mich verguckt. Tja. Oder sind es LEDs? Man weiß es nicht. Das sind auf jeden Fall SMD-Bauteile. Hol noch mal einen raus da. Zieh noch mal einen ab da. Was auch immer das ist. Müssen wir mal Google anwerfen. Und das ist durch den Zoll gekommen, ja? Na gut. Sitzen wir nicht pusten. Weg ist er. Soll ich mal ihn hier rausholen? Ja. Oh. Das ist schon groß, ne? Das sieht nicht so blöd aus. Es ist schon 7 Segmente, das ist schon richtig. Pro Zahl von 7. Ja. Sehr schick. Und Rückseite? Rückseite. Rückseite. Okay. Das ist mal was Gutes, ne? So, noch mehr SMD. Die alte Technik mit LEDs nachgebaut. Ja, so scheiße. Mhm. Das wird ein bisschen entspannter. Was sind das für Teile? Ich weiß nicht. Da ist was runtergefallen. Ich bin nicht der Auskenner damit. Hier. Das sind doch aber hier klassische Widerstände oder was? 50 Stück. Oder war dies denn? Da brauchst du nicht. Du musst doch jetzt mal sagen, was das ist. Oder? Und das ist am besten gleich geschützt. Das ist jetzt nicht typisch Widerstände. Das ist schon die große Kunst, ne? Ja, ja, ich hab. Das ist schon mal raus. Das ist auch immer 5%. 56R. Was ist 56R? Könnten Widerstände sein. Gar nicht so klassisch beschriftet, ne? Wie sonst. Das sieht aus wie ein Hauser. Ein Hauser aus dem 3D-Drucker. Ja. Das ist ein Zettel oder was? Ach so, ach guck mal. Der war hier, der war auch einer dabei. Ja. Sehr geil. Oh. Was denn? Hier sind überall QR-Codes mit dabei. Also überall. Wer weiß, was da noch für ein Abend.
So, weiter geht's. Weiter geht's. SMD-Bauteile, ne? Ne, was ist das? Ne, das ist ja nichts SMD. Oder? Das ist ein NAND-Gate anscheinend. Was heißt das? Ein NAND-Schalter. Nicht und. Kannst du umkehren, die Signale. Durch Kondensatoren nicht. Warte. Nick auf irgendwas. Willst du hier auch mal rauskriegen, was das ist? Steht da was da am Bauch? 70 Stück. Ja, 4,7 Mikrofarad. Wolltest du nicht 4,7 Mikrofarad haben? 45. Ach so. Kondensatoren. Du kannst auch ein paar parallel schalten. 56 Grad, ja, das sind wieder viele, ne? Ja, dann hinter dem linke Winkel, und noch mehr Bauteile. Mein Mann ist es nicht. Hier, guck mal. Oh, das ist ein ganz schöner Hammer hier. Ah ne, das ist nur der Aufkleber von außen. Hm? Ich habe halt was gelesen heute. Muss ich erstmal was gelesen haben und dann... Was auch immer. Wir werden das vielleicht rauskriegen. Aber die dann machst du den Lötchen auf die Punkte, wo du rausholen und dann mit einer Heißluftpistole. Das Problem ist, so kein Lötzinn kannst du gar nicht drauf machen. So. Das ist hier ja, irgendwas ist das mit. Das sind die. Na, Kugel oder was? Na, das, was draufsteht da. Also, mir sagt kann das nicht. Einfach so bei Google rein. Ja. Irgendwie könnte eine Stromversorgung sein. Einmal die Bauteile kriegen. Nee, das ist wahrscheinlich ein Programm für so ein UNO. Nee, das definitiv nicht. Nein. Sieht aber so aus. Nee, da bin ich sicher. Das ist irgendwas Netzwerk oder was? Sagt er mir automatisch schon mal Gigahertz oder Megahertz an. Ah, nee, hat nur zwei Anschlüsse. RJ45 ist? Es ist ein Switch oder was? Oder ein Hub oder sowas? Und ein Arduino kommt darauf? Da kommt noch ein Arduino drauf? Step-S? Ist ja verrückt. 5 Volt, Door, die RJ45 Laser, Z1. Ach, guck mal, Z1, ZX, das ist ein Board für 3D-irgendwas-Gerät. Okay. Also was auch immer es denn antreibt. Wahrscheinlich ein Laser. Lasercutterboard. Ach, guck mal. Lasercutterboard. Und da sind die Bauteile dafür. Ne? Das sind die Bauteile dazu. Vielleicht sind das wirklich die Bauteile dazu. Ist denn ein Schaltplan oder was dabei? Ne? Ist das ein XLR oder was? Da ist der Laser drin. Ja, sieht so aus. Ja, die Röhre. Der Rundschaltschlüssel steckt hier noch. Lass ich den jetzt hier stecken. Und den soll ich das mal? Dann nehme ich noch mit. Bis zum Morgen sowieso der Erste. Ich dreh durch, Alter. Schicken wir uns hier so ein Laserteil oder was? Ja, dann kann man das nachher machen. Das ist wieder. Instruction Manual. Guck doch mal in das Instruction Manual. Output LED. Das ist was für die Vollelektronik. Irgendein Sensor. Trümmer. Ein optischer. Da, gleich. Da hat der Sensor. Ich weiß es nicht. Auditivhimmel. So, Deutsch mit meinen Settings.
Output editieren. Gib mal sonst jemanden, der sich das mal bei Google anguckt. Hier, René, guck doch mal bei Google, was du da findest. Mal gucken. So, was haben wir denn noch für eine Kiste? Hier, René, das gehört dazu. Nee, die Spekulationen, das haben wir da auch schon mal hier. Das ist, Ich glaube, Manfred hatte das zum Schluss. Achso, hier ist es. Noch ein Sensor. Noch so ein Datensensor. Das war echt eine interessante gute Frage, was ist das? Das ist eine Lichtschranke. Lichtschranke? Vielleicht auch für Einsteiger, mal gucken. Reflexlichtschranke. Okay, das ist dann die andere Seite hier. Standfuß? Guck, da ist der Reflexion. Jinx. Es ist nicht ganz sicher, ob die Teile alle im Zusammenhang miteinander stehen. Wieso ist er zugeschlossen? Oh, Mo. Bis denn. Wir haben unterschiedliche Voltangaben. Oh, hier guckst du. Der tastet aber gar nicht. Naja, vielleicht soll er auch gar nicht tasten. Da ist vielleicht was unter, ne? Man weiß es nicht. Noch ein Datensensor. Infrarot, oder? Sieht fast so aus, ne? Ja. Ja, von dem Kumpel sind hier so ein paar daneben gefallen, ne? Hier ist noch was. Das passende Kabel. Ist das auch hier voll? Nee. Das wäre jetzt praktisch. Okay. Sonst würde ich mich hier hinten lassen. Ja, dann würde ich sagen, fragen wir mal jemanden, der sich damit auskennt. Ja, danke. Achso, das sind ja, steht ja schon drauf. Ja, vielen Dank für das Päckchen. Danke.